Moin! Herzlich willkommen zum 327.000. Beach House Talk aus dem Musikweinzimmer im Beach House. Ich freue mich sehr, dass ich einen guten Grund gefunden habe, eine 25-jährige Freundschaft wieder aufleben zu lassen. Und zwar die Kunst. Musik und Malerei und tolle Gespräche haben uns damals zusammenfinden lassen, als ich noch meine Ausbildung im Dorint Hotel machte und an der Bar stand. Und heute machen wir unter dem Motto Fisch gestrichen eine Ausstellung mit meinem lieben Freund Ulf Krüger. Herzlich willkommen. Freue mich, dass ich hier sein darf. Sehr schön. Wir freuen uns auch angesichts der sehr witzigen und vor allem sprachwitzigen Bilder, die du erstellt hast. Wie kommst du auf diese Fisch gestrichen statt frisch gestrichen? Und ich weiß nicht, wie du das hinkriegst, einen Wortwitz herzustellen und gleichzeitig eine Geschichte mit dem Bild zu verknüpfen. Was ist das für ein Prozess? Sagen wir es mal so, das sind im Grunde zwei Komponenten, die da wichtig sind. Einerseits das Vermögen, irgendwelche kleinen wortwitzigen Sachen in eine Zeichnung umzusetzen. Ja. Und zwar in der Art, wie ich das so mache. Eine einfache Geschichte, wo manche Menschen sagen, oh, das kann ich doch auch, kann sie aber nicht. Ne? Und andererseits ein Umgang mit der Sprache halt. Ja. Und das habe ich über viele Jahre praktizieren dürfen, indem ich neben Textereien für musikalische Interpreten, auch viele kleine Sketches und so weiter geschrieben habe für Leute, sagen wir mal, wie die Dahler vorhin zum Beispiel. Olli Dittrich auch. Olli Dittrich und verschiedene andere auch. Und das ist natürlich eine harte Schule. Da musst du Pointen kreieren, indem du dich erstmal durch so eine ganze Reihe von Möglichkeiten durcharbeitest und denkst, nee, das ist nicht gut genug, das ist nicht gut genug. Und zuletzt kommst du auf den Punkt. Und wenn du das noch ein bisschen trainiert hast, wie ich das tatsächlich gemacht habe, dann ist die Zusammenführung eben dieser kleinen Zeichnung mit dem Ergebnis des Grübelns manchmal erfolgreich, wie es hier zu sehen ist. Ich hoffe, dass es so auch gesehen wird. Ja, es ist sehr erfolgreich und also wir haben schon viel gelacht während des Aufhängens auch und das war schon eine sehr schöne Sache. Ulf, eine Frage. Das sind ja relativ große Namen, Dieter Hallervorden, Olli Dittrich. Wie kommt man auf dich? Wie kommt man auf dich? Wie habt ihr zusammengefunden? Vielleicht so ein bisschen kurz dein Werdegang. Ja, kurz ist das Stichwort. Das gelingt meistens nicht so. Ja. Also an diese Künstler bin ich rangekommen, indem ich einen langen Weg gegangen bin. Ich habe angefangen als Musiker, habe in 60er Jahren in kleinen Rollkapellen gespielt, bis hin zum Starclub. Das war natürlich damals der Höhepunkt einer solchen Karriere, wo man dachte, man ist weltberühmt, war man aber nicht. Dann bin ich aus einer dieser Bands rausgeflogen und habe gedacht, was willst du nun machen, hast keine Karriere mehr, du gehst zur Kunsthochschule. Das habe ich gemacht und da die Grundausbildung quasi zu dem bekommen, was ich dann später hier wiederum umgesetzt habe. Alles in Hamburg? Das war in Hamburg, ja. Und parallel zu meiner Tätigkeit in einer Band namens Leinemann, an die sich manch einer, besonders die Älteren, vielleicht noch erinnert. In der Band habe ich den Maître de Plaisir auf der Bühne gemacht und die kleinen verbindenden Worte gesprochen. Das nahm zuletzt Form an, dass ich da mehr erzählt habe, als gespielt habe. Und habe da selbst gemerkt, dass ich ein gewisses Talent in diese Richtung habe. Und das haben andere auch gemerkt und haben gesagt, Mensch, hätten Sie nicht Lust für uns irgendwas zu schreiben? Und dann habe ich angefangen, einerseits Texte für, wie ich schon sagte, musikalische Interpreten zu schreiben, aber auch, sagen wir mal, Dieter Hallervorden. Das hat so stattgefunden, dass der Mann von der Plattenfirma mich anrief und sagte, Dieter Hallervorden sitzt gerade in München in einem Studio, nimmt da Lieder auf, der hat damals auch Platten mit Gesang gemacht. Du, die Wanne ist voll, ist voll. Zum Beispiel. Ja. Nee, das ist ja auch schon Schauspieler dabei. Ist ja auch schon lange her. Und die Texte zu diesen Liedern, die er jetzt singen soll, die taugen irgendwie nicht genug. Das kriegt er nicht hin, möchte er nicht so gern singen. Kannst du nicht kommen und im Studio neue Texte schreiben? Toll. Das ist schon mal eine Herausforderung sondergleichen. Der Artist steht am Mikrofon und sagt, was soll ich denn jetzt singen? Und der kleine Uli aus Uelzen sitzt am Tisch und dichtet irgendwas und denkt, hoffentlich nimmt er das auch. Ne? Und da bin ich wohl irgendwie gut drauf gewesen. Da hat Dieter gesagt, ja, das ist ja prima, das singe ich. Und dadurch hatte ich natürlich bei Plattenfirma und bei Dieter schon mal einen Stein im Brett. Dann hat Dieter sicherlich gesagt, ohne dass ich das wusste, kann der Kerl auch witzig sein. Und da haben die bei der Plattenfirma gesagt, ich glaube schon oder wir glauben schon. Und dann habe ich angefangen, so kleine
Text für ihn zu schreiben. Ja. Und das hat halt funktioniert. Ne? Und dann bin ich da dabei gewesen. Wenn es so Aufträge gab, hat man gefragt, hast du Zeit, hast Lust und so. Und wenn ich dann zu dem Thema ein Verhältnis hatte, und das hatte ich eigentlich immer, weil ich das immer auch gerne machen wollte, ja, natürlich, habe ich das dann gemacht. Und mit Olli war das so, der ist ja nun viel jünger als ich, während die dann ein bisschen älter ist. Ja. Hm. Olli Dittrich, ja? Ja, Olli Dittrich. Der ist mir zugelaufen damals, als ich in der Leinemann-Band spielte. Und er hatte auch eine kleine Band, die, ich darf das ruhig mal so in Anführungsstrichen sagen, uns imitieren wollte. Okay. Und deswegen suchten die unsere Nähe. Und ich war damals Waschbrettspieler. Erstens, weil ich kein Schlagzeug hatte. Und zweitens, weil das zu der Musik auch ganz gut passte. Und Olli war auch Waschbrettspieler. Da habe ich ihm dann so ein paar Kleinigkeiten gezeigt und so und dann gemerkt, dass das ein ganz pfiffiger Kerl war. Und dann, ich habe damals immer gerne Assistenten gehabt. Ja. Dann war Olli eine Weile mein Assistent und wir haben sogar eine Platte zusammen aufgenommen. Da muss ich wieder ein bisschen ausholen, aber ist eher egal. Olli mochte gerne Geschichten hören, wenn ich so erzählt habe, was ich im Starclub so erlebt habe, ja, und so. Und da habe ich ihm erzählt von, wie hieß denn der? Sam the Sham and the Pharaohs, kennt heute kaum noch jemand. Die haben den Hit Wulle Bulle gehabt. Mhm. Ach, da kann ich mich. Ja. Und da habe ich ihm so erzählt, wie ich den gesehen habe und so. Und da hat Olli gesagt, das ist ja toll. Habe ich gesagt, so eine Platte können wir auch machen. Ich habe morgen noch einen Tag im Studio, dann spielen wir beiden das alleine. Du spielst Klavier, Olli konnte ein bisschen Klavier spielen und ich spiele Schlagzeug und den Rest kriegen wir irgendwie hin. Dann haben wir solche Platte gemacht unter dem Namen Olli und Ulf. Mit dem Lied Red Hot hieß das. Und bin ich zu einer Plattenfirma gegangen, habe gesagt, hier eine tolle Sache, Olli und Ulf, Sensation der Zukunft. Haben die gesagt, ja, ist klasse, nehmen wir. Und so ging das dann mit Olli und mir los. Ne? Wir haben viel Zeit miteinander verbracht und so. Und letzten Endes mündete das dann darin, dass er berühmt wurde und ich nicht. Und dann aber Zuträger für ihn so ein bisschen wurde. Das heißt, das Verhältnis hat sich dann so umgedreht. Ja, ja. Ja? Wenn auch nun nicht andauernd. Aber habe ein paar Sachen für ihn dann gedichtet. Ja. Und das sind auch so in deinem, das hört sich ja jetzt an, so einen Auftrag kriegen für Dieter Haller von wahrscheinlich, aber das sind größtenteils beständige Freundschaften oder ist das dann meistens nach dem Auftrag auch getan und dann hat man seinen Job gemacht oder ergibt sich, ich glaube mit Olli hast du immer noch ein freundschaftlich tolles Verhältnis. Ja, klar, ne? Klar. Aber normal ist, dass man eine Strecke wegs gemeinsam geht. Ja. Wenn es funktioniert, wird die Strecke ein bisschen länger. Wenn es nicht funktioniert, trennen sich die Wege wieder. Ja. Aber natürlich ohne irgendwie böses Blut oder so. Ja. Das ist ja wichtig, dass sich Leute finden, die von irgendjemandem zusammengeführt werden, die für das, was man vorhat, gut sind, nützlich sind. Ja, ja, klar. Ne? Und wenn dann was funktioniert, dann, wie ich schon sagte, wird die Strecke einfach länger. Naja, die Strecke ist zumindest sehr beachtlich, was die Anzahl deiner Musikproduktionen angeht. Du hast über 100 Titel geschrieben. Ich muss da gleich so ein bisschen angeben. Ja. Also das sind bestimmt 700. 700 Titel hast du geschrieben. Und dazu muss ich auch wieder sagen, man geht eine Strecke wegs gemeinsam. Ja. Die meisten Lieder sind natürlich mit anderen Autoren gemeinsam entstanden. Aber dann ein gewisser Anteil gehört dir dann, also, urheberrechtlich gesehen. Ich bin in erster Linie Texter und habe aber auch gerade, wenn das so in das Genre fiel, mit dem ich aufgewachsen bin. Beatmusik, Rollmusik und so. Da kann ich auch ganz gute Kompositionen liefern. Wenn das komplizierter wird, kann ich das nicht. Ja. Also man braucht ja zum einen ein sehr gutes Gefühl, auch für Menschen, wenn du für verschiedene Künstler, ich habe das hier mal notiert, du hast Blümchenherz an Herz, hast du einen 65-prozentigen Anteil, glaube ich, am Text. Nee, ich habe an Blümchens generellen Texten 65. Das ist natürlich dann schon amtlicher. Ja? Ja. Oder Ina Müller, für die hast du geschrieben, Peter Schilling, Annette Louisanne, die ja auch sehr sprachwitzig unterwegs ist, dank dir. Da muss ich, ich habe Annette entdeckt. Ich hatte früher eine Firma, ich war ja Manager von Astrid Kircher zum Beispiel und habe da so ein Geschäft gehabt für, ich nenne das mal Rock'n'Roll, Memorabilia. Ja. Und da brauchte ich auch Mitarbeiter. Und da war Annette Mitarbeiterin. Ach, in dem K&K? Ja, ja. Und da hat ein anderer Mitarbeiter, der sie da hingebracht hat, gesagt, ja, die kann auch singen. Und ich gesagt, das ist ja schön, soll sie mitkommen. Dann habe ich Demos gemacht und die waren irgendwie, haben mich angesprochen. Ja. Und mein Freund Atze, der sich durch mein Leben zieht als A&R-Manager, mit dem ich viel zusammengearbeitet habe, dem habe ich das vorgespielt. Da habe ich gesagt, ja, was soll das, die Lieder, das ist aber nicht, was zu ihr passt. Aber die Stimme ist gut. Und weil ich nicht so richtig wusste, was ich mit ihr anfangen soll, habe ich gesagt, Atze, dann übernimm du mal so ungefähr. Und Atze
hat sich denn der Sache angenommen und hat wiederum Leute zusammengeführt, die den Erfolg für Annette ausgemacht haben. Aber was für eine tolle Geschichte. Ich habe hier noch ein zweites Buch liegen, das hat Ulf mir mal vor Jahren geschickt. Ulf und ich, wir haben uns, wie gesagt, vor 25 Jahren kennengelernt. Das war immer mal, hat man 5 Jahre nichts gehört, dann hat man mal alle 2 Monate wieder telefoniert, weil man hören wollte, wie es geht. Ab und zu schickte er mir mal ein Buch, eins habe ich gerade zu Hause gefunden, damit man einfach mal sieht, was Ulf so nicht nebenbei, was er halt alles macht und was er für ein, blödes Wort, aber Tausendsasser ist. Also wirklich, das sind ganz interessante Sachen. Hier sind noch solche Original, ich habe gesehen, irgendwelche Bestellzettel aus dem Starclub und Rechnung und sowas. Wirklich ganz toll gemachtes Buch. Ich glaube, es ist auch Deutsch und Englisch, ne? Ja. 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 Nur weil wir jetzt gerade von dem musikalischen Hintergrund haben. Ja, aber ich sehe auch gerade, er hat das Starclub hier auf seiner Jeansjacke. Ja. Hier hat er richtig schön... Wie heißt das, so ein Anstecker? Wie war denn damals die Atmosphäre? Also du warst, ich glaube, 20 Jahre alt, 1968 in der Zeit ungefähr. Ja, als ich da gespielt habe, war ich jünger. Da warst du noch jünger. Ja. Was für eine Atmosphäre war da im Starclub? Was Stimmt machte diesen Club so besonders? War ich nicht jünger. Ja. Der Starclub war im Grunde, wenn man das Wort in dem Zusammenhang benutzen darf, das Mekka der Beatmusik. Mhm. Ne? Alles, was irgendwo drauf geprügelt hat und so, wollte dahin. Ne? Sowohl als Zuschauer, als auch vor allen Dingen auf die Bühne. Aber das war zu Anfang überhaupt nicht möglich. Es waren alles Engländer oder amerikanische Stars. Da hat im Grunde, ich sage es immer vereinfachend, jeder außer Elvis und den Rolling Stones gespielt. Und die ganzen Rock'n'Roll-Artisten, Fats Domino, Chuck Berry, Little Richard, alle haben da gespielt. Und da konnten natürlich die kleinen aufstrebenden englischen Bands, die da jede Nacht mit denen im Programm spielen, auch schon mal wieder was abgucken. Unter anderem die Beatles halt. Ne, auch, zum Beispiel die Beatles. Die haben Little Richard sehr verehrt. Paul konnte ja Little Richard auch gut nachmachen. Ne? Naja, und da wollte ich natürlich auch hin. Und ich bin dann, ich glaube 66 war das, Berufsmusiker geworden in einer Band, die schon so in Rhein-Main die amerikanischen Clubs so beschickte. Ja. Und meine alte Band hat derweil am Wettbewerb im Starclub teilgenommen. Die hatten im Jahr 2-mal einen Talentwettbewerb für Bands, die wiederum Nachschub für den Starclub bilden könnten, wenn sie gut genug waren. Ganz auch gutes, deutsche Bands, ja, oder? Ja, das war ein ganz gutes Geschäftsprinzip. Und die Bands, die da gewonnen haben, die wurden dann ins Programm des Starclubs übernommen, entweder sogar unter deren Management oder man durfte da gelegentlich auftreten. Ach cool. Und als ich dann wieder da bin ich nicht rausgeflogen aus der Band, sondern die hat sich aufgelöst, war ich mit mal wieder zu Hause und sollte nach Berlin in eine andere Band gehen, wo gerade Hugo Balder ausgeschieden war als Schlagzeuger. Hugo Egon Balder, ja. Den sollte ich da, ohne ihn überhaupt zu kennen, ersetzen. Habe dann aber meinen Einberufungsbefehl bekommen. Und aus der Band wurde dann wiederum Birth Control, wo der Gitarrist, mit dem zusammen ich da anfangen wollte, bekannt geworden ist. Das hört sich ja alles so, also wenn man das jetzt, ich versuche das gerade auf die Zuschauer. Ja, das ist auch ein bisschen sehr umfangreich und so. Das ist sehr umfangreich, aber das hört sich ja an, als ob das wirklich Hamburg und dein Leben, wo du mittendrin warst. Ich glaube, du kennst die Beatles sogar auch. Ja, ich habe die einzelnen Beatles, also nicht als Beatles, später in meiner oder bei meiner Tätigkeit für Astrid kennengelernt. Ja, aber als ob das ja eine relativ kleine Welt ist da. Wenn ihr sagt, Mensch, den habe ich da, dann war ich Schlagzeuger, dann sollte er kommen. Ja, aber das hat sich ja über einen ganz langen Zeitraum. Und es ist ein Netzwerk letztendlich. Ne? Ja, aber das sind Zufälle gewesen. Ne? Und jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, was ich erzählen wollte. Ach, mit dem Starclub, wie das was da so war. Was das die Atmosphäre und was da hinter den Bühnen passierte. Und naja, erstmal war das alles viel familiärer als heute. Wenn da die Beatles gespielt haben, die haben sich in der Pause bei den Fans an den Tisch gesetzt und mit denen ein kleines Getränk genommen und gesagt, oh, wir müssen wieder ran. Ne? Mhm. Die waren noch nicht die Beatles. Das war eine normale Tanzkapelle. Ich wurde später oft gefragt, wie waren denn die Konzerte so im Starclub? Ja. Normalerweise waren das keine Konzerte, das waren Tanzschuppen. Da haben bis zu 5, gar 6 Bands am Abend gespielt, im Wechsel. Das ist Wahnsinn gewesen. Und die Bands konnten voneinander abgucken, wie das geht. Der eine Schlagzeuger war besser und der war mit mal einer anderen Band drin und die andere hat sich gewundert, wo der Schlagzeuger abgeblieben ist und so. Und da sind tolle Entwicklungen haben da stattgefunden. Und wenn die Stars da waren, eben wie Jerry Lee Lewis und so, das war Wahnsinn. Dann waren es Konzerte.
Ne? Und die Leute haben, das war typisch für einen Starclub, die haben nicht geklatscht, sondern wenn ein Lied zu Ende war, haben sie so gerufen. Ja, weil sie alle Gläser in der Hand hatten. Wahrscheinlich, ja. Das war toll. Und wenn du da als kleiner Provinzbengel wie ich auf der Bühne gestanden hast, das heißt, ich habe gesessen, weil ich ja getrommelt habe, da denkst du, du bist weltberühmt. Ja. Was dann allerdings nicht der Fall war, wie ich schon mehrfach angedeutet habe, bin ich dann ja aus einer Band rausgeflogen, und zwar wegen Unfähigkeit. Ja, aber wärst du denn gern berühmt geworden? Ja. Mist. Nee, ist nicht schlimm. Also für meine Verhältnisse bin ich berühmt. Okay, genug. Okay, das reicht dir also. Ja, ja, du denkst jetzt nicht irgendwie... Klar, nein, ne? Überhaupt nicht. Aber das hätte ich auch gerne gemacht. Mhm. Klar. Sag mal, Ulf, du sagtest das vorhin, als wir uns während des Aufhängens unterhalten haben. Es wird gerade eine Biografie, ist das richtig, über dich produziert? Ja, wie nennt man das? Dokumentation. Porträt, ja, Dokumentation. Das macht eine freie Produktionsgesellschaft. Ehrlich gesagt aus dem Grunde, weil man sich nicht gleich Redakteuren und so unterordnen will. Allerdings mit dem Risiko, dass es nachher keiner nimmt. Okay. Ne? Aber ich glaube schon, weil ich erstens eine ganze Reihe von Leuten aktivieren konnte, die Weggefährten waren. Angefangen bei meinem alten Freund Henning Fenske und so, mit dem wir mit der Leinemann-Band wiederum auf Tournee waren und so. Das hängt dann alles so ein bisschen zusammen. Und Olli ist dabei, Otto Walkes und so, mit denen ich halt zu tun hatte. Ne? Und dann kommen so kleine Illustrationen dazu. Ich habe viele Bilder, wo dann wiederum die Rechte geklärt sein müssen. Du kennst das alles. Ja, ne? Ja, klar. Und wenn ich Glück habe, kommt das irgendwann raus. Und wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Aber das, ich glaube, es wird schon ganz interessant. Ich mache mir auch keine Sorgen. Also so ein Sender wie Arte, die machen ja sehr gerne so Porträts. Ja, ich glaube auch, dass das so die Richtung sein könnte. Ja, ja, das wäre auch sinnvoll. Ja, also ich gucke mir da ja ganz viele Sachen an. Mhm. Aber ich möchte noch mal zurück zu deinen Grafiken und zu deiner Malerei. Denn du machst ja nicht nur Grafiken, die wir hier im Beach House sehen, sondern malst auch Großformatiges. Mhm. Was inspiriert dich da? Was für Motive sind das oder ist das rein abstrakt? Ja, damit habe ich angefangen. Ich habe ja vor langer Zeit halt Kunst studiert und während der Zeit die Leinemann-Band aufgemacht, kurzfristig auch mit Otto Walkes zusammen, diesen Krügers Nationalpark, den ich glaube ich schon mal erwähnt habe, wenn nicht, tue ich es jetzt. Ja. Und habe dann eigentlich nicht wieder irgendwas gezeichnet oder gepinselt, sondern immer Musik gemacht und gedichtet und so. Und mit zunehmendem Alter habe ich wieder angefangen, bildnerisch, künstlerisch tätig zu werden und habe dann auch gedacht, früher hast du immer so akkurate Sachen gemacht, die auch sehr aufwendig waren, Zeichnungen und so. Jetzt machst du mal was Abstraktes, das machen alle, das musst du auch mal machen. Und das haben eben alle gemacht und ich auch, und dadurch war es, wie alle das machen. Das hat mir halt nicht so gefallen, weil ich gerne auch so ein bisschen anders bin als die anderen. Und habe dann versucht, irgendwie so einen Weg zu finden. Hab dann einfache Figuren kreiert und dann auf die Leinwand gebracht in knalligen Farben, so sagen wir mal irgendwie einen Hund oder so. Und das sehr vereinfacht gemacht, aber das hätte man auch als Siebdruck machen können, so flächige Farben und so, braucht man nicht zu malen. Da musste ich also auch erstmal so Lernprozesse mitmachen und hab dann gedacht, das ist alles nicht typisch ich bzw. du, je nachdem, wie man mich jetzt betrachtet, du musst irgendwas Eigenes finden. Du machst gerne originelle Schnacks und so. Versuch doch mal, einfache, originelle Dinge irgendwie hinzukriegen. Dann kam ich auf diese Zeichnungen, die ich jetzt mache, die bewusst so ein bisschen schäbig gehalten sind. Also ich könnte, wenn ich mir Mühe gebe, auch einen Hund ordentlich zeichnen. Ja. Aber ich möchte gerne, dass die so dämlich aussehen. Ne? Das macht es ja auch aus, also in diesem Fall. Natürlich, klar. Und ich wollte so eine Art Alleinstellungsmerkmal für mich schaffen. Und dann habe ich angefangen, wieder zu malen. Und zwar basierend auf diesen einfachen Ideen, versucht die Welt zu erklären. Sagen wir mal, ich habe ein Bild gemalt, wo es um bayerische Hellseher geht. Bayerische Hellseher? Ja. Bayern ist ja berühmt für die Hellseher dort. Bayern, ja. Der Bayerische Wald zum Beispiel sehr. Da hat es viele Hellseher gegeben, die Dinge... Ernsthaft? Ja. Ich dachte, das wäre eine Verarsche. Nein, ich habe ja gesagt, die Welt erklären. Ja. Und oder, dass ich die USA in wenigen Bildern erkläre. Oder irgendwie solche Weltsachen. Wie erklärt Ulf Krüger die USA bildlich? Und da ist dann so Winnetou drauf und so. Immerhin. Ja. Und also quasi eine Fortsetzung dessen, was ich so als Einzelzeichnungen mache. Da kommt dann auch mal, sagen wir mal, eine Sache ist im Auftrag des Herrn. Da sind natürlich auch
die Blues Brothers, ganz klein dabei, um die geht's aber gar nicht, sondern um die anderen Herrschaften. So, guck mal, was der Onkel hier hat und so weiter. Und da trinkt dann auch mal einer einen schönen Folterkaffee nach getaner Arbeit. Solche Sachen halt. Das ist sehr witzig und ich glaube, dass das Humor, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, in deiner DNA irgendwie drin. Warst du schon immer so jemand, der so diesen Hinterzimmer-Irrsinn-Witz in sich trug? Das Hinterzimmer lassen wir morgen weg. Ja. Aber sonst ist das schon so. Ja, es ist auch oft so, dass ich irgendwas sehr, sehr Witziges sage, was die Leute halt nicht verstehen, was ich nur selber witzig finde. Ne? Und das lassen wir auch morgen weg. Ich versuche immer was hinzukriegen heutzutage, was auch funktioniert. Sehr schön. Wunderbar. Ich finde es ganz toll, dass wir über diese Kunst wieder etwas enger zusammengerückt sind, dass wir diesen tollen Talk hier hatten. Wir haben diese Ausstellung noch nicht zeitlich begrenzt. Ich hoffe, dass sie ins nächste Jahr weit reingehen wird. Wir gucken mal. Es findet jetzt schon sehr tollen Anklang und ich freue mich, wenn ihr vorbeikommt. Und ich bedanke mich bei Ulf ganz herzlich, dass du hier bist und bei Ulla für dieses schöne Gespräch hier in unserem Wohnzimmer und Weinraum. Dankeschön. Und ich bedanke mich, nicht euch, mich bei euch beiden. Vielen Dank. Und bei den Leuten, die sich das angucken auch. Und bei den Leuten, die vielleicht hierher kommen und die Bücher auch mal angucken. Und die Bücher kann man sich hier auch anschauen und kaufen. Bei denen bedanke ich mich ganz besonders. Ja, sehr gerne. Jetzt haben wir uns aber genug bedankt. Ja. Wunderbar. Also, tschüss. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.